Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ganz Österreich hat derzeit zwei spannende innenpolitische Themen. Nummer eins, wer wird neuer SPÖ-Chef? Der bei uns im Studio nicht, darf ich dazu sagen. Zweitens, kommt Schwarz-Blau? Und dafür hat unser Studiogast heute eine besondere Antwort. Ich begrüße den Parteiobmann der FPÖ, Herbert Kickl. Schönen guten Abend. Ja, freut mich, dass Sie wieder unter den Lebenden sind und wieder bei uns im Studio, weil ich habe Sie schon vermisst. Ja? Schon so eine lange Entzugserscheinung, Kickl, das hat für mich schon fast gesundheitliche Folgen. Muss ich. Herr Fellner, Sie werden es nicht glauben, aber es gibt auch ein Leben jenseits von UE24. Genau. In den Bergen, wie wir wissen. Unter anderem, aber auch sehr, sehr viel draußen bei der Bevölkerung. Und das, was Sie vorher gesagt haben, ich muss das gleich korrigieren, Schwarz-Blau, Blau-Schwarz. Das wollte ich Sie ja nur aus der Reserve locken, ja. Aber das freut mich, wenn das gleich so ist. Reden wir zuerst über Schwarz-Blau, weil das gibt es ja tatsächlich, nämlich in Niederösterreich. Haben Sie da eigentlich je hinter den Kulissen ein bisschen mitgemischt, mit der Landeshauptfrau Mikl-Leitner geredet, mit dem Landbau geredet oder sind die ohne Sie Flüge geworden? Also das war gar nicht notwendig, da in irgendeiner Form sozusagen auch einzugreifen. Wir haben ihn natürlich informieren lassen von Udo Landbauer und seinem Team und es wird ihnen ja nicht entgangen sein, dass er sehr, sehr erfahrene Verhandler auf seiner Seite gehabt hat. Leute, die schon, sage ich mal, Verhandlungserfahrung auch bei Regierungsverhandlungen auf Bundesebene gesammelt haben. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Wir haben uns dann natürlich abgestimmt, aber das war nur innerparteilich notwendig. Er war dann selber derjenige, der sozusagen alles finalisiert hat und dieser Koalition die freiheitliche Handschrift aufgedrückt hat, der Udo. Mit dem Ergebnis sind Sie sehr zufrieden. Was gefällt Ihnen denn besonders gut an diesem niederösterreichischen Koalitionspakt? Na, schauen Sie, es ist gelungen, einige Vorurteile der sogenannten Experten, unserer politischen Gegner und auch der Medien zu widerlegen. Man hat ja immer gesagt, die Freiheitliche Partei, die macht sich's bequem, man setzt sich hin und ranzt ein bisschen und kritisiert die anderen, ist aber in Wahrheit nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das war das erste Vorurteil, das wir widerlegt haben. Das zweite Vorurteil hat geheißen, naja, wenn man eine kantige Politik macht und einen harten Wahlkampf führt, dann hinterlässt man nur verbrannte Erde und man wird mit niemandem eine Koalition bilden können. Ich habe immer gesagt, das ist anderes. Die ÖVP versteht nur die Sprache der Macht. Und das, glaube ich, hat sich auch bestätigt. Also wir haben dieses Vorurteil widerlegt. Und es haben auch einige gesagt, dass das mit Kickl nicht möglich sein wird, weil der angeblich nichts anderes zu tun hat, als einen Rachefeldzug gegen die Österreichische Volkspartei zu organisieren. Auch das war eine Fehleinschätzung der sogenannten Experten. Die Sie aus dem Amt gekommen. Auch das war eine Fehleinschätzung der sogenannten Experten. Auch das haben wir widerlegt. Wir haben Verantwortung übernommen. Und wir haben gezeigt, dass man mit 25% sehr, sehr viel an wirklich Weichenstellungen auch vornehmen kann in einer Koalitionsverhandlung, wenn man hart verhandelt, wenn man weiß, was man will. Und was gefällt Ihnen inhaltlich am besten an diesem Koalitionspakt? Ich denke schon, dass diese ganze Auseinandersetzung mit dem Thema Corona, die Aufarbeitung der Sünden der Vergangenheit, also Sie sehen noch eine harmlose Bezeichnung für das, was passiert ist, dass das ein wirklicher Meilenstein ist und aus meiner Sicht ist das ein Muster, dem eigentlich alle anderen Bundesländer folgen müssen. Und das wird auch etwas sein, was auf Bundesebene eine große Rolle spielt, wenn das gelingt, was wir uns alle vornehmen, dass die Freiheitlichen die nächste Wahl gewinnen und den Bundeskanzler stellen. Also die Rückzahlung der Corona-Strafen ist Ihnen besonders wichtig. Was noch in diesem Programm? Naja, das ist ja nicht nur die Rückzahlung der Corona-Strafen, sondern das ist einmal ein völlig anderer Zugang zu diesem Thema. Denn dass man das auf den Weg bringt, ja, bedeutet ja auch in gewisser Weise ein Schuldeingeständnis derer, die dieses System mit dem Impfzwang, dem Lockdown für Ungeimpfte und ähnlichen Wahnsinnigkeiten an die Spitze getrieben haben. Das ist schon einmal eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung, die da vorgenommen wurde. Ein erster Schritt, sage ich mal, in Richtung ausgleichender Gerechtigkeit. Und da werden wir sehr genau schauen, dass das jetzt möglichst unkompliziert und möglichst kulant abgewickelt wird. Und dann merken wir natürlich auch, dass wenn die Freiheitlichen hier den Ton angeben in einer solchen Verhandlung, dass wir dann auch einen, sagen wir mal, ja, dass dann auch ein anderer Wind weht in der ganzen Frage der Zuwanderung, der Asylpolitik, der Ausländerthema.
Thematik. Der Wirtshausbonus mit dem Kavalierfleischlaberl gefällt Ihnen auch, und das Deutsche am Schulhof gefällt Ihnen auch. Das sind dann auch alle Sachen, die wir auf Bundesebene bekommen werden. Ich finde, das sind Dinge, die sehr stimmig sind, ja, und die notwendig sind. Beim Wirtshaus geht es ja nicht nur um die Speiskarten, die vielleicht Sie mehr interessiert als mich, aber da geht es ja darum, dass ein Wirtshaus ein Stück, ja, sag ich mal, das ist sowas wie die Seele von Ortschaften. Und wenn Sie durch Niederösterreich fahren, aber auch durch andere Bundesländer, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass Corona dort auch eine Spur der Verwüstung in diese ganze Gastronomie-Szene gezogen hat. Und wenn in einem solchen Dorf das Wirtshaus dann stirbt, dann ist nicht nur ein Platz weg, wo man was essen und was trinken kann, sondern da geht es um Kommunikation, da geht es um Vereinsleben, ja, da geht es um ein Stück Heimat. Und das ist das, was dahinter steckt. Und ich verstehe diejenigen nicht, die jetzt glauben, dass man das mit um jeden Preis da irgendwie ins Lächerliche ziehen muss. Ich glaube, dass das etwas sehr, sehr Modernes in Wahrheit ist, was wir hier machen. Ich habe vorher schon keck gesagt, Sie werden uns heute erklären, ob Schwarz-Blau kommt. Und Sie haben gleich wild protestiert und gesagt, Schwarz-Blau kommt nicht, aber Blau-Schwarz wird kommen. Naja, Herr Fellner, ich schaue ja hin und wieder auch Ihre wöchentlichen Umfragen an, und ich freue mich natürlich darüber, dass wir jetzt schon seit geraumer Zeit quasi der Wellenspitzenreiter sind. Aber ich bin nicht Parteiobmann geworden, um da die Umfragen anzuführen, sondern um Wahlen zu gewinnen. Das ist das deklarierte Ziel. Und ich habe noch ein zweites, das steht damit in Verbindung. Ich will mit der FPÖ so stark werden, dass eine Zweierkonstellation, Koalition nur mit den Freiheitlichen möglich ist. Dann haben wir die Variante einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung mit einem freiheitlichen Bundeskanzler. Das wäre dann ein Volkskanzler oder irgendeine Ampelvariante, mit wie vielen Farben auch immer. Das ist für Sie sozusagen die Grundbedingung, dass es ein freiheitlicher Bundeskanzler ist und dass Sie der Bundeskanzler sind. Ja, ich glaube, wenn jemand als Spitzenkandidat in eine solche Wahl hineingeht und wenn man dann bei dieser Wahl die Ziele erreicht, und derjenige würde dann nicht den Anspruch erheben, die Regierungsmannschaft auch anzuführen, nachdem er die Wahl gewonnen hat, die Verhandlungen erfolgreich zu einem Ende gebracht hat. Das wäre ja geradezu ein Wählerbetrug, und dafür bin ich nicht zu haben. Wir steuern also Ihrer Meinung nach auf eine Regierung Kickl zu? Ich glaube, wir steuern auf eine Regierung unter freiheitlicher Verantwortung, unter maßgeblicher freiheitlicher Verantwortung, unter freiheitlicher Führung zu. Für mich ist das deshalb so wichtig, weil das einen echten Perspektivenwechsel in der Politik bedeutet, weil ich von der Überzeugung beseelt bin, möchte ich sagen, dass die Politik ihre Orientierung an den Interessen der Bevölkerung vorzunehmen hat und nicht darauf Bedacht zu nehmen hat und immer darauf zu schauen, was die Erwartungshaltung von irgendwelchen selbsternannten Eliten oder des politischen Systems ist. Und das ist ein totaler Bruch im politischen Denken, das muss man schon sagen, und den garantiert nur die Freiheitliche Partei. Und das wird das Spannende bei der Wahlauseinandersetzung werden, weil alle anderen Parteien, die haben sich auf dieses System verständigt, die schauen nach Brüssel, die schauen, was sagt Berlin, die schauen vielleicht, was sagt Washington, wir schauen darauf, was wollen unsere Leute haben, und dem sind wir verpflichtet. Jetzt werden Sie wahrscheinlich mit großem Interesse und allerdings mit weniger großer Freude gehört haben, dass der Herr Bundeskanzler ja mitgeteilt hat, dass er so eine Regierung nicht angeloben wird. Dass der Herr Bundespräsident, meine ich. Der Herr Bundespräsident, ja, entschuldigen, der Herr Bundespräsident, ja. Van der Bellen, um es zu benennen, gesagt hat, so eine Regierung wird er nicht angeloben, und einen blauen Bundeskanzler, ohne den Namen Kickl auszusprechen, schon gar nicht. Das haben Sie ja gehört. Naja, ich habe einige, sage ich mal, demokratiepolitisch problematische Aussagen des Bundespräsidenten in den letzten Monaten vernommen. Ja, das waren ja eigentlich, seine auffälligsten Aussagen waren eigentlich demokratiepolitische, ja, Bankrotterklärungen, so muss man das sagen. Ich gehe davon aus, dass der Bundespräsident die normative Kraft des demokratischen Faktums zur Kenntnis nehmen wird müssen. Wenn die Freiheitliche Partei stimmenstärkste Partei wird, dann gehe ich davon aus, dass er sich einem Regierungsbildungsauftrag nicht widersetzt. Wie soll er das argumentieren? Wenn er das tun würde, dann würde er selbst gegen die Verfassung, nämlich den Artikel 7, verstoßen. Das ist der berühmte Gleichheitsgrundsatz. Weil dann würde er nämlich der österreichischen Bevölkerung erklären, dass es Stimmen gibt, die sind weniger wert, das sind die Freiheitlichen. Und dann gibt es Stimmen, die sind mehr wert, das sind die Stimmen dann für die anderen Parteien.
Das glaube ich nicht, dass der Bundespräsident sich das trauen wird. Man könnte natürlich sagen, vielleicht kommt dann wieder ein Jörg-Haider-Modell heraus. Sie sind zwar Wahlsieger, machen aber Karl Nehammer zum Kanzler, bekommen dafür halt extrem wichtige Ministerien, Finanzministerium, Innenministerium zurück, Justizministerium vielleicht. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man dieses Match inhaltlich gewinnt und der ÖVP halt den stillen Triumph des Kanzlers lässt. Ich glaube, dass man jemanden mit Fug und Recht als dumm bezeichnen kann, der denselben Fehler zweimal macht. Und das wird die Freiheitliche Partei nicht tun. Das war eine Dummheit vom Jörg Haider. Das war eine große politische Dummheit. Das war in Wahrheit auch ein Betrug an den Wählern, die ja Jörg Haider unterstützt haben, die sich ihn an der Spitze der Republik gewünscht haben. Und es wäre auch für das Land besser gewesen, wenn Jörg Haider Kanzler geworden wäre. Ich verstehe schon, dass damals die ÖVP ein anderes Bestreben gehabt hat. Die wollten sich quasi einen Freiheitlichen so zusammenbauen, wie er ihren Ansprüchen entspricht. Das war zwar ganz gut für die ÖVP, aber das war schlecht für die Freiheitliche Partei und das war schlecht für das Land. Und diesen Fehler wird es mit uns nicht noch einmal geben. Sie würden den Karl Nehammer als Vizekanzler nehmen? Ja, ich halte nichts davon, in Personalentscheidungen anderer Parteien einzugreifen. Wenn die ÖVP glaubt, dass sie mit Karl Nehammer glücklich wird, dann soll sie es machen. Aber für Sie wäre das kein Problem, den Nachfolger im Innenministerium als Vizekanzler zu haben? Ich denke, wenn die Wahl so ausgeht, dass die Freiheitliche Partei tatsächlich Erster wird, wenn wir das zweite Ziel erreichen, dass eine Zweierkonstellation nur mit der Freiheitlichen Partei möglich ist, dann bedeutet das ordentliche Verluste für die anderen Parteien. Und dann gehe ich davon aus, dass man dort auch nicht zur Tagesordnung übergehen wird und alles so belassen wird, wie sie jetzt ist. Das wäre zumindest sehr ungewöhnlich. Sie gehen aber von Blau-Schwarz aus. Das ist das Ziel. Moment einmal. Ich habe gesagt, eine Zweierkonstellation. Und dann würde ich das tun, was, glaube ich, demokratisch geboten ist. Ich würde als allererstes mit dem Zweitstärksten sprechen und dann mit dem Drittstärksten. Ich glaube, das ist demokratisch ganz normal. Und offenbar sind die Freiheitlichen die Einzigen, die diese Regeln nur irgendwie akzeptieren. Ist eigentlich Rot-Blau, oder man könnte auch sagen Blau-Rot in Ihrer Denke, ist das nach wie vor Ihr Wunschmodell? Ich kann mich an ein paar Interviews von uns beiden erinnern in früheren Jahren, wo Sie sehr offen gesagt haben, Sie hätten eigentlich lieber Rot-Blau als Schwarz-Blau. Moment einmal, wir haben dort erstens einmal immer von einer Konstellation gesprochen, dass andere Parteien stärker sind als die Freien. Natürlich, Partei. Ja. Wir arbeiten jetzt daran, und das ist ja nur ein Werben und ein Angebot, das ich an die Wähler richten kann, dass wir es ganz anders machen und einen anderen Zugang in allen wesentlichen Bereichen der Politik wählen. Das ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Also Sie haben vorher einen Kanzlerwahlkampf. Einen Volkskanzler braucht dieses Land. Kein Systemkanzler, da haben wir schon genug gehabt, in schwarzer und roter Ausgabe. Aber es wird ein Kickl als Kanzler. Einen Volkskanzler. Und ich sehe Gemeinsamkeiten sowohl mit der ÖVP als auch mit der SPÖ in unterschiedlichen Bereichen. Aber ich glaube, dass die Frage, ob eine Partei regierungsfähig ist oder nicht, ja, dass das nicht entschieden wird nach irgendwelchen dubiosen moralischen Maßstäben, wo jeder das hineinpackt, was er halt irgendwie weltanschaulich gern hätte, sondern das besteht einmal primär darin, dass eine Partei im Parlament vertreten ist. Ja. Und dann ist die zweite Komponente, geht sich das in einer Mehrheitskonstellation aus? Das sind die Kriterien. Rechnen Sie sich eigentlich noch theoretische Chancen aus, dass Sie mit einem Hans-Peter Doskozil, so er diese Mitgliederbefragung jetzt gewinnen sollte, eine blau-rote Koalition machen können? Oder ist es nach seinen Ampelansagen Ihrer Meinung nach zu vergessen? Ja, man kennt sich bei den anderen Parteien nicht wirklich aus. Das ist bei der SPÖ so. Ich kann mich an Zeiten erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, wo wir diesen Cordon Sanitaire, Sie werden sich erinnern können, gegen eine hochkorruptive ÖVP gebildet haben, gemeinsam mit der SPÖ und auch mit den Grünen und mit den Neos, und wo es eine sehr, sehr gute Form auch der Zusammenarbeit gegeben hat. Jetzt ist bei der SPÖ alles anders. Bei der ÖVP ist genau umgekehrt. Die haben früher gesagt, damals mit der FPÖ geht gar nichts, sind jetzt wieder anderer Meinung. Also pragmatisch. Die ändern da permanent ihre Position. Die einzigen, die auch in dieser Frage stabil sind, das sind die Freiheitlichen. Wie gesagt, wir sind Demokraten und ich habe Ihnen die Kriterien genannt, nach denen man dann vorgehen würde im Fall der Fälle. Darf ich zu den Inhalten kommen? Ich glaube, das Wichtigste ist Ihnen ja
ziehen Ihnen zwei Themen. Einerseits die Aufarbeitung der Corona-Vergangenheit. Das haben Sie schon gesagt, da wollen Sie eigentlich das, was in Niederösterreich passiert ist, auch auf Bundesebene haben. Nur das oder noch mehr? Ich glaube, da braucht es eine noch umfassendere Vorgehensweise, einfach deshalb, weil ja auch auf Bundesebene die Fäden zusammenlaufen. Ja. Die Länder haben hier zwar Beitragstäterschaft geleistet und das sind ganz in einer unrühmlichen Art und Weise, aber die wahren Drahtzieher sitzen natürlich auf Bundesebene. Und da gibt es eine Vielzahl von Fragen, die dort zu klären sind. Das ist die Frage der ganzen ökonomischen Gebarung im Hintergrund, wo es ja jetzt eine vernichtende Analyse des Rechnungshofs gibt. Und ich bin davon überzeugt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Da wollen Sie nach wie vor einen Urschuss, wenn ich da natürlich, nur natürlich. Und dann gibt es natürlich vor allem auch die Frage, warum politische Entscheidungen so getroffen worden sind, wie man sie getroffen hat, weil das Argument, dass man es nicht besser gewusst hat, ist ein vorgeschobenes. Und das ist alles aufzuarbeiten. Und da geht es nicht nur um Gerechtigkeit für die Maßnahmenkritiker, darum geht es auch, sondern es geht auch um Gerechtigkeit für diejenigen, die Vertrauen in diese Regierung investiert haben, die gesagt haben, wir glauben dem Gesundheitsminister das, was er uns erzählt, er wird schon wissen. Ja? Und die gleichzeitig auf diese Art und Weise zu Opfern der Regierung geworden sind. Da wird es um die Rolle der Medien gehen, die da quasi zu Lautsprechern und Propagandainstrumenten einer Corona-Angstkampagne geworden sind und. Also da gibt es ganz vieles aufzuarbeiten. Es war der größte Angriff auf die Grund- und Freiheitsrechte in der Zweiten Republik, also braucht es auch die größte Aufarbeitung. Soll es da auch so etwas wie ein Impfverbot geben, also die von Ihnen Ihrer Meinung nach gesundheitsschädliche Corona-Impfung, Anti-Corona-Impfung, dass die verboten wird? Na, ich glaube, das soll jeder selbst entscheiden. Aber das, was ich erwarte, ist eine umfassende und ehrliche Aufklärung und Information. Das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Ja? Das ist das, was man nicht haben wollte, weil man sich halt mit Experten umgeben hat, die nur eine Meinung vertreten haben und alle anderen hat man diskriminiert, verjagt und manche sogar in ihrer Existenz ruiniert. Also wir haben immer gesagt, man muss Gesundheit und Freiheit miteinander verbinden können. Und ich bin ein Anhänger der selbstbestimmten Entscheidung, aber dazu gehört auch eine ehrliche, ist gleich eine umfassende Information, 360 Grad und nicht nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. So, das zweite große Thema wird Asyl sein, wenn Sie Kanzler werden, Volkskanzler werden. Die Italiener haben gerade einen Ausnahmezustand verhängt. Würden Sie das in der jetzigen Situation, angenommen Sie kommen heute ins Amt und können Ihre Maßnahmen noch nicht setzen, würden Sie auch einen Ausnahmezustand in Österreich ausrufen? Ja. Herr Fellner, es geht um etwas anderes. Ich bin wieder bei diesem Wort Perspektivenwechsel. Das, was wir brauchen, ist auch im Bereich der Asylpolitik eine Schubumkehr. Ja? Wir müssen eine vollkommene Systemänderung hinbekommen. Das ist das, was ich ab den ersten Tag in Angriff nehmen würde, was nichts anderes bedeutet, als dass wir das ungarische Modell in Österreich auch einsetzen. Das heißt, jeder, der illegal nach Österreich kommt, der illegal die Grenze übertritt, hat bei uns keine Möglichkeit und kein Recht, einen Asylantrag zu stellen. Jemand, der dieses Recht nicht hat, der bekommt genau gar nichts. Und alle anderen, die legal in ein Asylverfahren eintreten, das können nur ganz, ganz wenige sein, weil der muss quasi mit einem Direktflug hierher kommen oder in irgendeiner österreichischen Botschaft diesen Antrag stellen. Für den wird ein Verfahren abgewickelt, aber der ist dann dort in der Grundversorgung und am Ende, wenn er anerkannter Asylant sein sollte, ja, dann gibt es auch nicht die Mindestsicherung als Ersatzeinkommen, sondern dann gibt es die Möglichkeit, sich am Arbeitsmarkt zu bewegen und zu bewähren oder aber ansonsten in dieser Grundversorgung mit Sachleistungen zu bleiben. Und das, dann wären wir mit den Ungarn schon zwei und ich bin davon überzeugt und ich habe Gespräche auch in Ungarn geführt, dass das ein Modell ist, das durchaus auch in anderen Staaten salonfähig ist. Bei den Deutschen habe ich die Hoffnung schon aufgegeben, aber die Tschechen, die Slowaken und so weiter, die sind dann noch aus einem anderen Holz geschnitzt, die Kroaten. Und dann bringen wir das zusammen, worum es eigentlich geht, dann ist Österreich und dann ist Europa unattraktiv für diese Form von Wirtschaftsmigration, von Völkerwanderung, was anders ist es ja nicht. Dort müssen wir hin. Das heißt, wir bekommen dann das Kickl-Mantra, das wir ja schon hatten ein Jahr,
Nullzuzug, hat damals nicht ganz funktioniert, muss ja, man dazu sagen. Sie wissen, ich habe ja die Zahlen aber ordentlich nach unten gebracht. Sie haben sie nach unten gebracht, sagen, weil ich das immer wieder höre. Aber von Nullzuzug war keine Rede. Nein, Moment einmal. Muss man fairerweise sagen. Aber war offenbar schwieriger als gedacht. Nach eineinhalb Jahren ist da unglaublich viel gelungen. Die Richtung hat gepasst und weil ich immer wieder höre, dass das damals allgemein so gewesen ist, das ist ein Blödsinn. Die Reduktion, die Österreich zustande gebracht hat in meiner Zeit als Innenminister, war um ein Vielfaches höher als die Reduktion in anderen europäischen Ländern. Das heißt, diese Deattraktivierung war der richtige Weg. Mein Problem damals war ja, dass der eigene Koalitionspartner genau diese Verschärfungsmaßnahmen torpediert hat. Wenn man versucht hat, Geldleistungen wie das Taschengeld für Asylwerber, versteht kein Mensch, dass das ausgezahlt wird, abzustellen, dann waren die ÖVP-Vertreter diejenigen in der Regierung, die gejammert haben und gesagt haben, das ist unmenschlich. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht unmenschlich, das ist gerecht und das ist notwendig, um Österreich rauszubringen aus dieser verhängnisvollen Rolle, ein Asylmagnet zu sein. Mhm. Das geht ja in Ungarn auch, die sind ja auch Mitglieder der Europäischen Union und da gibt es gar nichts. Das dritte große Thema... Übrigens auch Nettoempfänger, im Unterschied zu Österreich, wir sind Nettozahler, wir haben ja noch viel, viel mehr Gewicht. Man muss nur wollen, man muss sie trauen und da braucht es die Freiheitlichen, damit man sich mit Europa anlegt. Da ist die ÖVP schlecht übersetzt auf der Sie wollen sich Ebene. Mit Europa anlegen? Ja, natürlich. Kräftig anlegen. Naja, es geht um den Schutz der Interessen der eigenen Bevölkerung. Bin ich wieder beim Perspektivenwechsel. Mir ist das egal. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ob es da ein paar gibt, die in der Europäischen Kommission dann raunzen. Der Souverän ist der österreichische Staatsbürger. Und deswegen noch etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, in die österreichische Verfassung einen Schutzmechanismus einzubauen, der zwei Dinge schützt. Die österreichische Souveränität, das heißt die eigene Entscheidung und die österreichische Neutralität. Und das geht dadurch, dass man einen zusätzlichen Baustein, einen Grundbaustein in die Verfassung, einen neuen Artikel 1 einführt. Und dann können wir alle Begehrlichkeiten der Europäischen Union abwehren und auch gegen die Schwächen eigener Politiker vorgehen, die umfallen, weil dann ist gewährleistet, dass es für solche Entscheidungen, die von Europa auf uns massiv Einfluss nehmen, in der Asylpolitik und in anderen Bereichen, eine Volksabstimmung gibt. Und ohne diese Volksabstimmung geht es nicht. Und das ist auch ein wesentlicher freiheitlicher Punkt. Das sind genau zwei Themen, die ich Sie fragen wollte. Erstens, ganz wichtig für Sie, in einer nächsten Regierung wird ja die Frage Neutralität und Sanktionen sein. Sie haben sich ja beim Zelensky vertschüsst, ja, geflüchtet, sozusagen vor ihm im doppelten Sinn des Wortes. Ich bin nicht vor dem Zelensky geflüchtet, sondern ich habe die Neutralität verteidigt. Ja. Und im Übrigen hätte ich das genau gleich gemacht, wenn Herr Sobotka auf die Idee gekommen wäre, irgendeinen anderen Vertreter einer kriegsführenden Nation im Österreich eine Art Showparlament, eine Showbühne zur Verfügung zu stellen, weil was anderes war es ja nicht. Die haben so getan, als wäre das das echte Parlament. Das ist dann ja auch in die Welt. Lass uns mal ausreden. Das ist ja dann auch in die Welt so hinaus transportiert worden. Zelensky spricht nicht nur im, sondern auch vor dem österreichischen Parlament. So etwas nenne ich Propaganda. Ja, der Zelensky ist cleverer als alle österreichischen Politiker dieser Einheitspartei mit zusammen. Der hat die alle sozusagen um den kleinen Finger gewickelt, aber da machen wir nicht mit. Wir sind davon überzeugt, die Neutralität ist ein Zukunftsmodell und kein Auslaufmodell. Gibt es nicht einen Unterschied zwischen einem Überfallenen und einem Überfallenden, wenn ich das so fragen darf? Herr Finner, glauben Sie, dass die Erfinder der Neutralität, glauben Sie, dass die so blöd gewesen sind? Dass sie nicht gewusst haben, dass Neutralität immer nur dann schlagend wird, wenn es einen Krieg gibt, oder? Sonst ist doch der Begriff Neutralität sinnlos. Das ist doch logisch, ja? Ja. Und wie ist das jetzt bei einem Krieg? Da gibt es da immer einen, der angreift und immer einen, der angegriffen wird, oder? Ich kenne keinen anderen Krieg. Ja? Zwar Kriege geben, beide gleichzeitig angreifen. Ja, und dann kenne ich keinen Krieg, wo dann einer sagt, hurra, und wir sind jetzt die großen Völkerrechtsbrecher und wir sind die Bösen und deswegen greifen wir an, sondern es ist immer der andere. Und alles das haben die Erfinder der Neutralität ganz genau gewusst. Ja? Also genau dafür ist die Neutralität gebaut. Genau dafür. Und Sie glauben dem Zelensky nicht, dass er der Überfallene ist, der arme Überfallene? Natürlich gibt es jetzt diesen Einmarsch der russischen Truppen im Osten der Ukraine. Aber auch das ist nicht vom Himmel gefallen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Das kann man behaupten, nur es stimmt halt nicht. Ja. Das Ganze hat eine längere Vorgeschichte. Da gibt es Wirkung und Gegenwirkung und Wechselwirkung und irgendwie schaukelt sich das auf. Oft wie bei einem Konflikt zwischen zwei Menschen, kennt ja jeder auch aus dem Privatbereich, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was war jetzt der wirkliche Auslöser. Auch das ist übrigens einer der Gründe, warum man vorsichtig sein sollte in der Beurteilung. Und
Was mich stört, ist diese unglaubliche Doppelmoral und Heuchelei, dieses Messen mit zweierlei Maß, weil diese Sanktionsmechanismen und diese strenge Verurteilung, das gibt es nur jetzt. Bei anderen völkerrechtswidrigen Kriegen gibt es das alles nicht. Und dann stört mich noch etwas, und das zeigt auch, dass diejenigen, die das befürworten, diesen Neutralitätsbruch, die Dinge nicht zu Ende denken. Wenn das alles so furchtbar ist, wenn man nicht zuschauen kann, weil das unmoralisch ist, ja, wenn man Position beziehen muss, ja, wieso liefere ich dann keine Waffen? Wieso trete ich dann nicht in diesen Krieg ein auf Seite von Zelensky? Wollen die Herrschaften das? Ja, denn wenn das alles so ist, dass der arme Überfallene ist und das arme Opfer und, ja, dann müsste ich doch Waffen liefern, oder nicht? Das würden Sie aber nicht tun. Ich würde mich da überhaupt heraushalten. Aber diejenigen, wenn sie konsequent wären und die Dinge zu Ende denken, müssten doch zu diesem Ergebnis kommen. Sonst ist das ja die größte Heuchelei überhaupt. Wie kann man denn diesem unmenschlichen Ding zuschauen und keine Waffen liefern? Den Vorwurf müssen sich die gefallen lassen, die jetzt sagen, wir sind quasi neutral, aber sich gleichzeitig nicht neutral verhalten und irgendwo dazwischen herumeiern. Ich will mich hier heraushalten, weil meine moralische Verpflichtung und meine Solidarität gilt der österreichischen Bevölkerung. Dafür bin ich als Regierungspolitiker, wäre ich jetzt einer da. Das ist der Punkt. Das ist die moralische Verpflichtung eines Regierungschefs, das wäre die moralische Verpflichtung eines Bundespräsidenten, den negativen Impact auf die eigene Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Das ist Neutralität. Das heißt, Ende der Sanktionen, sobald Sie Kanzler sind. Naja, es gibt ja die Möglichkeit, von österreichischer Seite ein Veto dagegen einzulegen. Das ja. wäre Ende, würden Sie machen? Ja, das würde ich machen. Das wäre Ende Ihrer ersten Amtszeit. Ja, und ich glaube, dass das auch andere in Europa machen würden, weil die ja sehen, dass diese Sanktionen nicht das Ergebnis haben, das versprochen wurde. Man hat ja gesagt, man trifft nur die russischen Eliten. In der Zwischenzeit will man schon die ganze Bevölkerung treffen. Auch Leute, die gar nichts mit diesem Krieg zu tun haben, das muss man ja mitbedenken. Und das bewirkt vor allem nicht, dass Russland jetzt zum Beispiel kein Öl oder kein Gas mehr exportiert, sondern es exportiert es halt woanders hin. Und die Rechnung für diese Dummheit und für diese Doppelmoralen zahlen ja nicht diejenigen, die es politisch beschließen, sondern diejenigen, die einkaufen gehen, die tanken gehen, die mit den Lebenshaltungskosten nicht mehr zurande kommen. Sie sind so lieb, Sie sind immer einen Sprung schneller als meine Frage, weil Sie jetzt bereits die Teuerungen angesprochen haben. Was würde denn ein Kanzler, ein Volkskanzler Kickl bei dieser ganzen Teuerungsproblematik derzeit anders machen? Ich denke, dass die notwendige Annäherung die Hausverständige ist. Ja? Wenn Sie die Teuerung bekämpfen wollen, dann müssen Sie an die Ursachen der Teuerung gehen. Da nutzt es nichts, wenn Sie ein dilettantisches Gutscheinsystem nach dem anderen entwickeln, das unterm Strich dann niemanden nutzt, weil es erstens zu kompliziert, zweitens zu unübersichtlich und drittens zu wenig ist, sondern dann müssen Sie versuchen, die Ursache der Teuerung zu bekämpfen. Und da sind wir erstens einmal bei den Sanktionen. Das ist einfach einmal so, dass die dazu führen, dass eine Teuerung im Energiebereich passiert ist, die sich auf alle Produkte niederschlägt. Also Schluss mit den Sanktionen, raus aus diesen Sanktionen. Und etwas Zweites, glaube ich, und das wird in der Öffentlichkeit zu wenig diskutiert und da muss man die Grünen dann auch entsprechend in ihrer negativen Rolle einmal vor den Vorhang holen, ist, dass man auch diese ganze Klimawende, diese geänderte Klimapolitik, wo man alles übers Knie brechen will, dass man die auch kritisch hinterfragen muss, weil das ist ja die erste Initialzündung der Teuerung gewesen. Die Verteufelung von allem, was fossil ist, wo schon so viele Steuern, CO2-Zertifikate und sonst was drauf sind, dass die Steuerbelastung weit höher ist als das Grundprodukt, als die Energie. Und das schlägt sich auch auf alle Artikel nieder. Aber das ist politisch gewollt. Also das heißt, raus aus dieser Klimahysterie, ja, wo man jetzt, und das haben die Grünen geschickt gemacht, ja, wo sie politisch eine Verteuerung haben wollen der fossilen Energieträger mit all den negativen Konsequenzen für die Leute und wo sie jetzt dann sagen, der Putin ist schuld. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Also mit der grünen Umweltpolitik wäre Schluss bei Ihnen. Finito. Also ich würde eine Umweltpolitik machen, ich würde eine Naturschutzpolitik machen. Ich halte nichts von diesem Begriff der Klimapolitik, wo man glaubt, dass eine Generation jetzt da das Weltklima retten kann. Was ist denn das für eine Dummheit und was ist das für eine Überheblichkeit? Ich weiß nicht, die Herrschaften haben sich, glaube ich, nie mit erdgeschichtlichen Entwicklungszyklen befasst. Windräder würde es keine geben.
Nein, das sage ich nicht. Aber es oh ja, du bist nein, das im Wahlkampf. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich halte nichts davon, die Berggipfel jetzt mit Windrädern zu möblieren. Ja. Na, weil man das dort gar nicht braucht und weil ich nicht dazu bereit bin, unter dem Vorwand, das Klima zu retten, unter Anführungszeichen, wo Österreich ohnehin schon ein Spitzenreiter ist, wenn es jetzt um die Frage des geringen CO2-Ausstoßes geht, dass man dann dafür, um das vermeintlich diese Klimarettung zu betreiben, die Umwelt zerstört. Mhm. Sie müssen sich mal anschauen, was da in Bewegung gesetzt wird, um ein paar so Windräder auf einen Berg hinaufzubringen, was das für eine Bodenversiegelung, was das für eine Natur und für eine Umweltzerstörung ist, von den Pflanzen begonnen bis zum Tierreich. Dafür bin ich nicht zu haben. Ja? Mhm. Zu meinen Schlussfragen kommend. Sie haben jetzt mehrfach betont, es geht darum, ein Volkskanzler muss es werden. Sie wollen ein Volkskanzler sein. Darf ich fragen, was das ist, ein Volkskanzler? Ja, ich habe es Ihnen versucht, ein paar Mal zu erklären. Das ist die Frage, wem fühlt man sich verpflichtet. Und ich war ja selber Teil einer Regierung und habe dort auch sehr viel mitbekommen. Und ich habe gesehen, wie wichtig von einem Bundeskanzler abwärts bis hin zu vielen Regierungsmitgliedern die Schulterklopferei und die Anerkennung der Mächtigen in Brüssel zum Beispiel ist. Ja, wie sehr sich die freuen, wenn sie gelobt werden von der Europäischen Kommission oder von anderen internationalen Institutionen dafür, dass man Dinge macht, die aber nicht im Interesse der eigenen Bevölkerung sind. Und ich habe da einen fundamental anderen Zugang. Ich bin einer, der bereit ist, sich mit diesen selbsternannten Eliten, die die Leute zwangsbeglücken wollen, anzulegen, um die Interessen der Bevölkerung zu schützen. Das ist genau der Unterschied. Das ist ein Paradigmenwechsel im Zugang. Arbeiten Sie eigentlich auf das Jahr Herbst 2024 hin? Oder sagen Sie so, in dem Chaos, in dem sich unsere Innenpolitik derzeit befindet, könnte Ihre Chance auf den Volkskanzler auch schon im Herbst 2023, also im kommenden Herbst, kommen? Herr Fellner, das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann Ihnen nur eines sagen, es ist uns gleichgültig, wann gewählt wird und es ist uns gleichgültig, wer die Kandidaten der anderen Parteien sind. Wir kümmern uns, wie man so schön sagt, um unser Ding. Wir haben unser Ziel, wir haben unsere Strategie, wir haben unsere Aufstellung, wir haben unser Team. Wir sind eine eingespielte Maschinerie, wir sind die Einzigen jetzt seit einigen Jahren schon, die draußen sind bei der Bevölkerung. Ja, die anderen trauen sich ja gar nicht mehr raus. Mhm. Und wir können morgen anfangen, wenn es soweit ist. Aber das ist etwas, das liegt nicht in meiner Macht. Sie haben in 10 Tagen die nächste Wahl. Das ist ja Ihrer Meinung nach das Einzige, was zählt. Was erwartet uns denn da in Salzburg? Naja, also wenn ich auch Ihren Umfragen trauen darf, dann glaube ich, wird das ein gutes Ergebnis für die Freiheitliche Partei werden. Ich rechne jedenfalls, ich habe das auch schon öfters gesagt, mit einem historisch besten Ergebnis. Vielleicht geht es sich aus, dass man die SPÖ dort überholt. Vielleicht geht es sich aus, dass wir sehr nahe an die ÖVP herankommen. Schauen wir mal, ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, dass die Ausgangssituation eine ganz gute ist und dann hätten wir eine Serie von sehr erfolgreichen Wahlen hingelegt. Und das wäre schon ein wichtiger Schritt in Richtung der Bundeswahl. Also Platz 1 und Landeshauptmannwechsel sagen Sie nicht an. Das wäre noch etwas zu hoch gegriffen. Ja, das kann ich gar nicht ansagen, sondern ich merke nur, dass die Stimmung eine gute ist. Ich merke, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch in der Bevölkerung haben. Ich merke, dass so wie Udo Landbauer eine ausgezeichnete Arbeit gemacht hat in Niederösterreich, ein gutes Team hat, hat das auch Marlene Swatzek in Salzburg. Und jetzt liegt die Entscheidung bei den Wählern. Das, was wir machen können, ist ja nur das Angebot einer anderen Politik. Und den gelebten Beweis jetzt auch seit Jahren, dass wir nicht heute das und morgen etwas anderes sagen, sondern dass wir unsere Linie durchziehen, von der Asylpolitik bis zur Europapolitik, genauso bei der Umweltpolitik, bei all diesen Bereichen, bei Corona. Die Leute können sich auf uns verlassen und wir sind auch bereit, dafür Konflikte zu gehen mit den sogenannten Mächtigen, die gar nicht so mächtig sind, wenn die Wähler die Verhältnisse ändern. Rechnen Sie eigentlich auch in Salzburg mit Schwarz-Blau? Wird das nächste Bundesland sein, wo Schwarz Blau jetzt, kommt? Jetzt wählen wir mal und dann schauen wir, was die Gespräche ergeben werden. So wie ich Marlene Swatzek kenne und so wie wir die Gespräche geführt haben, ist sie jemand, die natürlich auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber es hängt dann immer davon ab, kommt man zusammen auf der persönlichen Ebene, kommt man zusammen auf der inhaltlichen Ebene. Das ergibt sich dann oft erst im Verlauf von Verhandlungen. Aber Sie selber gehen davon aus, dass der nächste Nationalratswahlkampf ein Kampf um Platz 1 wird. Da wollen Sie den Kanzlerwahlkampf führen.
Ja, weil ich glaube, dass das ein Modell ist, das wir in Österreich in der Form noch nicht versucht haben und dass alle anderen Modelle, wenn man so will, mit ihrem Latein am Ende sind. Die sind doch alle gescheitert. Und ich glaube, es wird eine interessante Auseinandersetzung. Es geht darum, bekommen wir einen freiheitlichen Regierungschef mit dieser Bereitschaft einer echten Hinwendung zur eigenen Bevölkerung. Das ist das große Thema für uns, ja. Oder gibt es irgendwo eine wie auch immer schwindelige Ampelkonstellation, die vielleicht, weiß ich nicht, den Herrschaften in der Europäischen Union ganz gut gefällt und den Omas gegen rechts oder ich weiß nicht, aber die letztendlich eine Politik macht, die an den Bedürfnissen der österreichischen Bevölkerung vorbeigeht. Und davon haben wir jetzt aus meiner Sicht genug und deswegen auch diese klare Ansage. Sie wissen aber, dass sich viele Österreicher vor einem Bundeskanzler Kickl fürchten. Das sagen Sie. Ich erlebe da draußen was ganz was anderes. Ich habe aber Sie oder andere da draußen noch nie gesehen. Na okay, also so ist das nicht. Bitte, unsere Kamera verfolgt Sie jedes Mal, wenn Sie einen aber dann müssen Sie einmal auch mit Ihren Kameraleuten reden, wie da die Resonanz ist. Ja. Ich habe das noch nicht bemerkt, dass sich die Leute dort... Also Sie glauben nicht, dass sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der Österreicher vor einer FPÖ-Regierung unter einem Kanzler Kickl fürchtet? Nein, das glaube ich nicht. Das ist etwas, was Sie gerne hätten, aber das ist ja nur eine Einschätzung von sehr, sehr vielen, die Experten schon getätigt haben, die wir alle widerlegt haben. Ich darf Sie nur erinnern, es sind ja dieselben Leute, die das schreiben und die das sagen in den anderen Parteien, Politikexperten. Das sind die gleichen, die gesagt haben, wenn ich Parteiobmann werde, dann gibt es eine Abspaltung von Landesgruppen. Dann haben sie gesagt, dann geht die Reise in Richtung 10%, also nach unten. Dann haben sie gesagt, aber 20% werden sie nicht überspringen. Dann hat es geheißen, ja, aber die ÖVP oder die SPÖ werden die nie überholen und so weiter. Alles das haben wir widerlegt, dann widerlegen wir halt auch das. Aber dass Sie ein politischer Rembo sind, wollen Sie nicht bestreiten? Oder sind Sie jetzt ein Wolf im Schafsfell? Was soll das heißen, ein politischer Rembo? Einer, der halt entsprechend brutal auftritt. Ich trete überhaupt nicht brutal. Danke, bitte, also wenn ich mich an Ihre Innenminister vergangen habe. Sie haben dort das ganze Ministerium so ausgeräumt, dass die Frau Mikl-Leitner sich dann gekillt hat nach nur einem Jahr. Herr Fellner, ich weiß nicht, ich gebe die Hoffnung auf, dass Sie das irgendwann einmal lernen werden, wie es wirklich war, ist ja auch egal. Sie geben die Hoffnung auf, mich betreffend. Sie betreffend, ja. Ist ja auch egal. Das, was ich bin, ist, glaube ich, konsequent. Ja. Ich gehe den geraden Weg. Ich bin nicht erpressbar. Ja. Mich kann man nicht kaufen. Und das muss man heutzutage in der Politik schon dazu sagen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was bei sehr, sehr vielen Menschen Anklang findet. Gut, danke fürs Kommen, auch wenn Sie die Hoffnung aufgeben, mit mir ein sinnvolles Interview führen zu können. War es trotzdem spannend, Sie wieder mal im Studio zu haben, Herr Kickl. Danke für die Einladung. Ich hoffe, wir haben noch ein Interview, bevor Sie Kanzler werden. In diesem Sinne steuern wir ja zumindest auf einen ganz, ganz spannenden Wahlkampf zu. Danke fürs Kommen. Gerne. Kurze Werbepause und dann werden Peter Westenthaler und Josef Czap nicht nur die Frage diskutieren, was ändert sich unter Schwarz-Blau und was ändert sich unter einem Kanzler Kickl, sondern auch die durchaus heitere Frage, was tut sich denn in der SPÖ und wird dort vielleicht ein gewisser Herr Babler zum neuen Parteivorsitzenden gewählt? Wir sind gleich wieder da.